Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play SMP Live Udream. Ja, letzte Folge haben wir getankt und 50k bekommen von Smasher. Ich werde die Zahlen jetzt weglassen, nicht, dass ich falsch ausspreche. Vielleicht heißt es jetzt 6611 oder es heißt 6611 oder es heißt 6611, ja. Nein, ich werde nichts sagen. Ja, nochmal hier in dieser Folge auch nochmal. Haben wir vielen Dank für die 50k, ja. Also echt richtig Premium. Dafür konnte ich jetzt mein Fahrzeug wieder auftanken. Ja, und wo wir gerade schon dabei sind, können wir gleich mal unser Geld einlagern. Einlagern. Okay, das hört man auch nicht alle Tage. So, kurz die Stoppuhr resetten. Und passt. Habe ich die Probleme nicht mehr. So, ja. Messi Billy. Was ist das denn? Ach so, was steht da drauf? Ich will wissen, was drauf steht. Lol. Alter, warum schießt er auf mich? Das gibt's nicht, oder? Das. Den mach ich jetzt kaputt, ja. Was soll das denn? Na, ganz ehrlich. Ist irgendwie behindert? Ja, jetzt habe ich kein Auto. Toll. Was ein Arschloch. Erstmal beleidigen, läuft bei mir. So. Ja. Aber ihr konntet doch nichts dagegen sagen, ja. Ich meine, das war echt eine richtig assige Aktion. 1500, ey, so viel Geld habe ich noch nicht mal. So, Werbung. Werbung von Vidi. Okay. Ah, oh Gott. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ist logisch. Das ist eine Werbung, die von Weedy in Auftrag gegeben wurde. Ich glaube, das wird hier ein Benzin. Dann werde ich kurz zurück zum Haus rennen. Weil ich ja mein Auto nicht mehr habe, aufgrund einer bestimmten Person. Und dann freue ich mich. Ja, es ist jetzt auch schon wieder 2 Tage her von mir aus. Ein Tag her. Gestern für euch. War das 2er Live für Team Special, ja. Ich hoffe, ihr wart dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ja. Und vielleicht habt ihr auch was gewonnen. Ich weiß es nicht. Für mich ist das erst morgen. Ne? Da muss ich mal gucken, wie das Ganze so aussieht. Ich werde natürlich mein Bestes geben und natürlich auch gewinnen. Ne? Das steht außer Frage. Schon wär's. So, aber wo wir gerade dabei sind, können wir ja nicht gleich zum Flughafen rennen und einfach mal eine Runde fliegen. Ne? Ich meine, irgendwie müssen wir die 1500 hier wieder reinkriegen. Was gibt es da Besseres, als einfach mal eine Runde zu fliegen? Ich glaube nix. Überhaupt nix. So. Ja, was ich jetzt auch mal gerne in den Kommentaren von euch wissen würde, wollen, tun, tutet, ist, wie gefällt euch denn der momentane Upload-Plan mit Minecraft-Wochenende und ja, eben SMP täglich? Weil ich denke, das dürfte eigentlich passen. Das, was nicht so gut ankommt, das kommt dann nicht so oft, ne? Und das, was gut ankommt, kommt oft. Also, ich denke, das ist eine perfekte Aufteilung. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Ich meine, natürlich, es wäre besser, wenn ich beides täglich machen könnte, um eben auch. Ja, noch mit Minecraft separat, sage ich mal, was aufzubauen, weil. Naja, es kommt mir so vor, als wäre die SMP-Community sehr verschlossen. Also eher so ein SMP, okay, aber sonst nix. Also von Videos gucken. Ich sage nicht, dass SMP-Community auch nur SMP spielt. Wir werden immer von der SMP-Community geredet, ja? Immer alles allgemeinisieren. Nee, verallgemeinern. Für ein Wort. Ich weiß nicht. So. Motor. Oh, das ist schön, wenn ich mal dran gedacht habe, das leise zu stellen. Oder ist noch leise gestellt vom letzten Mal. Was ist das denn? Verrückte. Nur verrückte unterwegs. Ich muss noch Flug starten machen. Ne, Startflug.
Startflug, so. Übrigens, wenn man meine Tastatur so laut hört und das irgendwie stört, das tut mir sehr leid, aber ich kann nichts daran erinnern. Ja, das ist einfach so und Ende. Und ich glaube, in 10 Minuten ist Lichtpflicht, oder? Lichtpflicht. Hört sich irgendwie lustig an. Ich glaube schon. Alter, was ist denn heute los? Schaut, das kommt davon. Man nimmt mal ein bisschen nicht auf und dann geht nichts mehr. Ich meine natürlich. Es ist doch von 19 bis X und Z Uhr, also ich weiß nicht bis wann. Bis irgendwann, wo ich dann. Wahrscheinlich schon wieder am Aufstehen mit der scheiß Schule. Ach ja. Das Schlimmste an Schule ist eh das Aufstehen. Auf jeden Fall. Aber ist doch so, wir möchten gerne freiwillig um 6.30 Uhr aufstehen, ja? Okay, gibt's Leute. Das werde ich aber nie in meinem Leben nachvollziehen können. Nie. Es ist doch viel schöner, abends lang aufzubleiben. Naja. Ich sag's mal so, das ist jedem selbst überlassen, ne? Und wenn er um 2 Uhr nachts aufsteht und dann nach der Schule wieder pennen geht, das ist mir eigentlich scheißegal. Gut. Oh, wir haben Wanted. Wann steht denn da unten das Wanted Level? Das wusste ich noch gar nicht. Ist das neu dazugekommen? Alter, was ist denn los heute? Das ist doch unglaublich, ja? Also, was ich natürlich sagen wollte. Oh Gott, muss ich meinen Weh hier festdrücken? Was ich eigentlich sagen wollte, ist mir das einfach nur nie aufgefallen oder ist das neu dazugekommen? Wer weiß, wer weiß. Ach so. Nee. Obwohl. Kommt mir das so vor, oder wenn man die Reifen ausfährt, ein Flugzeug, fährt er auch automatisch Klappen aus? Also ich meine, ich weiß, das sind natürlich keine Klappen, das sind halt eigentlich das Höhenruder, aber vielleicht sollte es Klappen imitieren, sag ich mal. Ach komm, das gibt's doch nicht. Okay, das gibt's und ich find's gut, dass es das gibt. Beste Landung auf der Welt. Bam, läuft von mir. So, und für alle, die das immer noch nicht wissen, ja, der Ton ist nicht falsch oder verschoben, unsynchron. Ich habe einfach gewartet bis nach dem Aufschlag, bis ich Bam gesagt habe. Das kam mir gerade selber unsynchron vor. Natürlich, es war ja auch unsynchron mit dem Aufschlag. Ach Gott, das ist Logik. So, aber eigentlich sind die Klappen ja woanders, ne? Das ist ja das Höhenruder. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ein Flugzeug Klappen hat, aber ich weiß nicht wo. Ich bin so informiert, ja. So, die Runde ist auch schon fast wieder zu Ende. Obwohl, was heißt fast? Wir haben die Hälfte. Oh, fast zu Ende. Wir haben nicht mal die Hälfte, ja. Auf diesem Flug machen wir die. Ja, fast zu Ende. Was ist da los mit mir? Nee, also irgendwie ist heute noch nicht so großartig, ne? Also, irgendwie nicht. Ich glaube, so ein Flugzeug hat einen größeren Tank als 50 Liter. Das muss jetzt mal gesagt werden. Ich bin nämlich für Gleichberechtigung von Flugzeugen. Oh Gott. Dann mache ich die für Videos. Gleichberechtigung von Flugzeugen. Was geht denn mit mir falsch? Das sind Nebenwirkungen von Schule, ich sag's euch. Wenn man einfach die ganze Zeit irgendwas gesagt bekommt, sich dann alles merken soll, ja, dann funktioniert der Rest nicht mehr so gut. So, ja, ihr hört wieder im Hintergrund. Schön. Meine Mutter und meine Schwester reden, die für die es anscheinend ein Fremdwort ist, in Normalton zu reden, ja? Aber ich weiß nicht, was das ist. Also ich weiß es echt nicht, ne? Das ist ja immer so, wenn die Fernseher schauen, ja, der Fernseher ist so laut, da fallen einem die Ohren ab. Aber naja. Ich möchte jetzt natürlich nicht darüber klagen. Obwohl, warum denn nicht? Natürlich nicht. Natürlich. Und der Verbrecher Black Rider HDTV wurde getötet. Hauptsache HDTV im Namen, ne? HDTV. Genau, HDTV. Auf jeden Fall. So, wir sind auch schon wieder knapp an den 10 Minuten dran. Aber kurz haben wir noch. Den Rückflug schaffen wir noch. Ich glaube an uns. Nee, auf jeden Fall. Also,
eigentlich nicht, aber ich möchte die Folgen ja nicht 10 Minuten oder drunter machen, sondern ab 10 Minuten. Also wenn es mal 15 werden, dann werden es halt mal 15, ne? Ich werde lieber nicht so tief fliegen. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit. Aber ich werde auf dem höchsten Gebäude landen. Nein, nicht auf dem höchsten, auf dem zweithöchsten. Oh. So wenig Auftrieb. Höher. Oh Gott. Oh Gott. Oh, eine Radarfalle. Und. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hui. Alter, was ist denn hier mit der Welt los? Hier ist okay, aber da drüben ist irgendwie kaputt. Ich glaube, GTA San Andreas sind hier für gedacht, damit man mit Flugzeugen auf Häusern landet. So, dann werde ich jetzt mal einen waghalsigen Stuntwagen. Oh, richtig krass von mir. Ich hab's mir auch cooler vorgestellt, ich geb's zu. Aber was soll ich machen? So, hier mit. What the fuck, was war das denn jetzt gerade? Okay. Ich hinterfrage überhaupt nichts. Komm, und perfekte Landung oder was da los? Ja, perfekt. So, ja, dann ist die Folge schon wieder zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schaut nächste Mal hier wieder ein bei Let's Play SAP Live Your Dream. Ja, bis dann und tschö.